Servus zusammen. Wir tunen heute ein Schweinefilet auf Fränkisch. Ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier. Und mit Bratwurstgehäck, Röstzwiebeln und Speck motzen wir das Ding so richtig auf. Damit wir unser Schweinefilet heute richtig aufpimpen, brauchen wir da gar nicht so viel dazu. Einmal Röstzwiebeln, da nehme ich immer fertige, weil in so kleinen Mengen kriegt man die ganz schwer, besser gesagt sehr aufwendig, so gut hin, wie die fertigen sind. Da legen wir jetzt ein bisschen was zur Seite. Da tun wir später dann noch ein bisschen dekorieren damit. Dann brauchen wir natürlich ein richtig gutes Bratwurstkeck. Und dann brauchen wir natürlich Speck. Ich habe jetzt heute einen geräucherten Schinkenspeck ausgewählt. Allerdings muss man sagen, kann man da jetzt zum Beispiel auch einen Frühstücksbacon nehmen oder auch noch magerere Schinken. Die sind gleich als Platte aufgelegt. Warum? Werdet ihr auch nachher sehen. Am besten immer so gleich vorbereitet lassen. Dann geht es dann später auch am besten. So, jetzt haben wir hier unser Schweinefilet. Das ist jetzt ungefähr eins mit knapp 500 Gramm, aber das könnt ihr auch mit einem 600 Gramm oder mit einem 350 Gramm Schweinefilet machen. Ihr nehmt das Messer, fangt hier am Filetkopf an, schneidet von oben nach unten, aber bitte nicht durch, sondern nur bis knapp vor dem Boden. Und dann gehen wir unten an beiden Seiten mit dem Messer nach außen. Auf der anderen Seite das Gleiche. So bekommen wir jetzt dann eine schöne große Fläche, wo wir unser Bratwurstgehäck jetzt dann einfüllen können. So. Das wird jetzt vorher noch mit Pfeffer und Salz gewürzt. Dann kommt unsere Mischung. Da kneten wir unsere Zwiebeln schön rein. Jetzt drücken wir das schön in unser Filet rein. Und klappen unsere aufgeschnittenen Stücke drüber. An der Spitze nehmt ihr dieses dünne Stück, da kriegen wir nichts rein. Das klappen wir an der Stelle dann nach oben. So hat es auch eine Funktion, dass es uns die Füllung schön drinnen behält. Und jetzt macht ihr das Ganze einfach mal schön fest. Gleich auch so ohne den Mantel außenrum. So, und jetzt kommt auch schon unsere Speckplatte zum Einsatz. Die nehmen wir jetzt und zwar zack, kommt da drauf und dann machen wir die da außenrum. An beiden Seiten. Nach hier. Die sollte an beiden Seiten auch schön rechts und links oder vorne und hinten schön drüber stehen. Deswegen habe ich da auch ein bisschen von dem Speck. So. Außen überstehen lassen. Auf der Seite hier. Und jetzt legen wir auch nochmal unser Papier komplett außen rum. Und dann können wir das nämlich wunderbar mit dem Papier festdrücken. Also wir geben das jetzt bei 160 Grad, 180 Grad in den Grill bei indirekter Hitze. Ihr könnt es aber auch jederzeit so im Ofen machen. 160 Grad Umluft. Das Ganze dauert, je nachdem wie gut ihr es temperiert habt, bei der Größe ungefähr 45 Minuten. Also rauf auf den Grill. Jetzt nehmen wir es vom Grill und schauen mal, ob es was richtig Gutes geworden ist. Ausschauen tut es ja schon mal richtig gut.
Schön kross. Wunderbar. Dann schneiden wir das gute Stück mal an. Super lecker, schaut's aus. Jetzt probieren wir das gute Stück mal. Schön saftig, dann kommt es noch richtig rausgetropft. So muss es auch sein. Wie soll der Filet sein? Wunderbar zart, mit einem richtig gewürzten Kern. So pimpt man natürlich richtig guten Schweinefilet auf. Was nehmt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Hi, servus. Ja, wie kann ich dir helfen? Ah, okay, ja, du bist gerade auf unserem Kanal Freiberger TV. Ja, genau. Ja, du musst jetzt das rote Kästchen, ja, da wo abonnieren steht, da musst du draufklicken. Ja, super, einmal frei. Schön, dass ich dir helfen konnte. Mach's gut, servus.